Leute und herzlich willkommen zu Fear Therapy. Ein kleines Horrorspiel mal wieder. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in die Villa. Ist hier das erste von drei Leveln. Können wir theoretisch mal noch mit anderen spielen. Vielleicht hat der Red Book oder so. Egal, wir spielen jetzt erstmal die Villa und wir gehen rein. Okay, also es ist ein Horrorspiel. Wahrscheinlich werden wir hier unsere, ja, dass wir nicht mehr Angst haben, Therapie halt haben. Wir müssen zur Haustür. Ist das hier die Haustür eigentlich gleich? Ah ne, wir müssen David Stern finden. Okay, suchen wir mal. Wir haben auch diverse Items unten. Oder, ja. Also nicht genau, was die uns bringen. Ich glaube, jetzt sind wir auch noch draußen aktuell und gehen jetzt hier scheinbar rein. So leuchtet das so. Naja, ich weiß gar nicht, ob wir drin hier irgendwas finden müssen. David Stern-mäßig. Weiß auch gar nicht, wenn wir jetzt... Ach so, wir haben das andere noch gar nicht. Okay, das müssen wir zuerst finden. Warte, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Wow! Scheiße. Das war nur die Tür. Das war ein bisschen Durchzug, ne? Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie was frei herumläuft, irgendein Monster, oder ob das... Was ist... Hat sich das bewegt? Nee, bestimmt nicht. Oh Gott, Alter. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich weiß nur, dass ich hier einen Davidstern suchen muss. Und ich habe... Warum? Können wir das aufheben? Kann ich da irgendwie was machen? Oh, das habe ich jetzt genug? Nee. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier eine Davidstern jetzt finden. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo ein Monster oder so, weil... Oh, das ist ja ein Horrorspiel. Hier in der Küche wird es wahrscheinlich... Ich weiß halt auch nicht, ist das realistisch so aufgebaut? Oder kann es irgendwo spawnen, so mäßig? Das ist auch Weihrauch. Das ist überall Weihrauch. Das ist, glaube ich, eigentlich... Oh. Ein Kruzifix. Kann ich das nehmen, bitte? Das würde mich beruhigen. Das Ding ist, auf dem Thumbnail des Spiels, sagt man das so? Auf dem Cover des Spiels ist so eine Nonne, also Nonne, glaube ich, einfach auf Deutsch übersetzt. Oh Gott, ich glaube, besser Englisch als Deutsch. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die hier drin ist. Wäre ein bisschen unangenehm, meiner Meinung nach. Muss jetzt nicht sein, so, aber... Ja. Zauberpapier 2. Wir haben auch... Oh Gott, hier geht's runter. Naja, ich weiß auch gar nicht... Und wie ich das hier alles aufheben kann. Ich habe schon FE und so probiert, aber irgendwie klappt es nicht so ganz. Aber ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt aufheben kann oder muss. Ich weiß auch gar nicht, ob uns dieses Ding hören kann, wenn wir sprinten oder so. Deswegen halte ich mich etwas zurück mit dem Rennen, aber egal. Ja, ist schon creepy, ne? Auch von der Grafik her und alles. Diese Ecken und Kanten hier. Also ich habe übrigens auch gar kein System, wie ich jetzt hier suche, sondern ich laufe einfach durch. Ich glaube, das ist so. Das ist so meine Taktik. Draußen regnet es scheinbar auch. Oh. So wie sich das Ganze anhört. Hey, was war das jetzt? Einfach random ein Soundeffekt oder gibt es hier wie einfach nur Jumpscares? Die Schaufel, perfekt, da kann man ja ein Grab schaufeln. Ah, Dachböden sind auch immer kritisch, ne? Immer creepy. Da draußen ist wirklich ein Friedhof. Ach, war nur in der Wand. Da geht's auch runter, das sieht auch irgendwie so. Davidstern! Das Kruzifix. Ich weiß, wo das Kruzifix ist. Vielleicht geht es auch jetzt erst los, wenn man das erste Item gefunden hat, ne? Das Kruzifix war ja, glaube ich, in der Küche. Was war das jetzt? War das so ein Bluff? Chomsky? Okay, es sind auch andere Wesen hier drin. Ach du Kacke. Naja, immerhin wissen wir ja, wo wir hin müssen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher jetzt. Oh, oh warte kurz. So, ich bin back. Ich hatte noch kurz ein Business-Gespräch. Nein, Spaß. Ich fragte mich übrigens auch, wieso ich am Anfang musste ich hier die Region auswählen. Und ich dachte mir so, hä? Aber, ich, also ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für einen Einfluss hat, aber ich spiele jetzt weiter. Ich bin jetzt gerade ein bisschen raus aus der Horrorstimmung. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann ist man nicht so ängstlich, weil ich muss sagen, ich liebe es, mich zu gruseln. Vielleicht merke ich das auch, weil ich 90% Horror-Content bringe, gefühlt. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wodurch. Ich glaube, hier, ne? Auf jeden Fall, ich finde Horrorspiele immer sehr gruselig. Ich finde sie aber auch irgendwie cool. Ich mag das. Und deswegen, kurz da hinten ist auch schon das Kruzifix. Ja, wie gesagt, also deswegen, okay, man muss mit E übrigens die Sachen aufheben. Auf jeden Fall bin ich aber jetzt gerade so ein bisschen draußen, weil wenn ich da mal drin bin, gerade, ich habe mal aufgenommen, als ich noch keine Facecam hatte, da habe ich ein Horrorspiel gespielt, wo man irgendwie so in einem Keller war. Ich glaube, jetzt wird's richtig wild, weil wir haben alle Schlüssel und wir haben die Axt. Eigentlich
habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Weil ich glaube, jetzt ist der Typ richtig wütend. Und da war, glaube ich, gar kein Monster da, aber die Atmosphäre war so krass und ich hatte halt kein Licht in meinem Zimmer, weil ich es auch für mich atmosphärisch haben wollte. Mittlerweile habe ich ja hier wegen Greenscreen und so Licht. Ich hoffe übrigens, dass der einigermaßen passt. Und Alter, ich bin da, musste die Aufnahme dann abbrechen. Da habe ich gesagt, ja, wir haben es genug aufgenommen, bla bla bla, ich weiß nicht mehr weiter. Irgendwie sowas. Das ist der Halbmond. ich liebe das trotzdem irgendwie, sich so zu gruseln. Ich weiß aber gerade nicht, wie man da runterkommt, aber wir müssen auf jeden Fall wieder einen Stockwerk tiefer. Aber ich finde das, ja. Ey, was ist das einst? Sehe ich das einfach nicht? Manchmal bin ich auch halt blind einfach bei so Spielen. Das ist ganz schlimm. Ich glaube, wir kommen wir hier? Das fällt doch safe gleich zusammen. Nee, okay. Hab zum Glück nicht so viel gegessen. Hey, war nicht hier? Nee, warte, da ist noch Decke. Oh. Boah, scheiße. Lol, ich habe das absolut nicht gesehen. Manchmal bin ich auch halt blind einfach bei so Spielen. Das ist ganz schlimm. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Dach da hinten, guck. Okay. Also manchmal gibt es eigentlich hier... Koran? Okay. da ist ein Erste-Hilfe-Set. Oh, geil. Ich weiß nicht, ob es auch... Ah, hier ist der Koran auch schon. Bibel? Ja, wird wahrscheinlich auch irgendwo hier liegen, ne? Das ist auch scheiße. Das können ja Tausende sein. Vielleicht müssen wir trotzdem wieder nach oben. Oder das liegt hier irgendwo. Mache ich. Was ist denn jetzt los, Alter? Aber ich habe doch einen Kruzifix, oder? Ich habe gerade gar keinen Bock, mich zu bewegen, ne? Also, ich bin auch hier irgendwie im Stuhl ein bisschen. Ich bin im Stuhl. Kommt da jetzt was? Es ist das so rot hier. Es war schon immer so. Ich weiß nicht, ob das Geistwesen jetzt gerade hantet oder so. Oh, hier geht's hoch. Dann gehen wir hoch. Ist ja auch gerade meine Taschenlampe. Meine Taschenlampe geht runter. Ich glaube, ich brauche auch ab und zu mal. Ich kann die aber auch nicht ausschalten. Okay, aber wenn das nur so Jumpscares sind, dann muss ich sagen, bin ich irgendwie erleichtert, weil wenn ich so, wenn mich jemand verfolgt so mäßig, wenn jetzt weiß, hier drin ist jetzt so ein Wesen, das läuft irgendwo rum und ich könnte das ständig antreffen, bin ich viel mehr angespannt, als wenn ich weiß, ja, da kommen halt ab und zu so Jumpscares, ne? Also ist halt auch scheiße, aber, ne? Weniger als das andere. Hier liegt was, ein Erste-Hilfe-Set. Ach, aber guck mal, die Jumpscares fressen uns Leben. Jetzt habe ich nur noch 80% Leben. Boah! Mann, hä? Und wo kommen die denn? Wie kann ich denen ausweichen? Oder bin ich da einfach mein Schicksal über... Dann ist doch Safety People, oder? Okay, aber dann ist scheinbar wirklich so, wenn dieses krasse Dingens kommt, dann hantet diese Nun hier und will uns umbringen. Ey, ich bin so... Es tut mir nur so leid, dass ich die ganze Zeit Anglizismen verwende, aber ich kann einfach kein Deutsch. Langer. Die Bibel! Ha! Oh nein. Die hantet wieder irgendwo. Kann man sich verstecken in dem Spiel? Ja, scheiße, Sackgasse. Vielleicht muss ich mich auch wie ein Phasmophobia in der Ecke verstecken. Nein, meine Taschenlampe hat gleich kein Licht mehr. Ja, wie mache ich denn die aus? Na, du Kacke. Ich bin eine Tora. Was ist denn eine Tora? Hä? Ach, weiter. Okay. Ja, was mache ich jetzt, wenn meine Taschenlampe aus ist, ne? Ja, egal, komm, was soll ich. Komm her, ich habe keine Angst. Das ist Tora. Hä, wie random ich die ganze Zeit alles finde. Eine Batterie. Och, danke. Ich kann die geben. Oh nein, ist sie wieder weg. Ich weiß nicht, wie ich die Batterie benutze. Mann, die... Boah, wo kann die denn jetzt? Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt sind wir ein bisschen ausgeruht, sage ich mal. Ist das am Rand so verschwommen? Das ist irgendwie mega cursed, ne? Weiß nicht, ob ich das nur so sehe, oder? Ich habe nur noch 40%, vielleicht soll ich mich mal heilen, ne? Wie viel Leben gibt mir das? Hat mir das jetzt null Dings gegeben? Wo haben wir nochmal das Zauberpapier gefunden? Das habe ich doch schon irgendwo gesehen. Weiß auch nicht, ob wir dieses Haus dann irgendwie... Scheiße. Ob wir das Haus irgendwie befreien müssen von einem Fluch oder so, dass das geht? Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Fluch ist, weil was ist es sonst? Hier ist eben Zauberpapier 2. Warum aber Zauberpapier 1? Was, Mann, wo muss ich überhaupt... Was ist, wenn ich hier runtergehe? Oh Gott, jetzt bin ich im Keller, Alter. Hilfe. Wäre das ein Ritual umschlüsseln? Das ist ganz gut, dass wir wissen, wo der ist. Wir gehen mal wieder hoch. Glück habe ich das abgefunden. war die gerade nah? Oh! War die gerade nah oder warum habe ich mich so erschrocken? Was ist denn 3?
Ich dachte, das ist von mir jetzt, aber weiß ich auch noch nicht. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren ja hier schon überall. Wir müssen irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Sonst werden wir das Zauberpapier... Ah, guck mal. Zauberpapier 2. Okay, das wissen wir ja, wo es ist. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Ich glaube, es wird wirklich nicht besser, wenn wir länger warten. So, Zauberpapier 3? Es gibt noch eins? Nein, jetzt hantet ich schon wieder. Ja, ich werde halt gleich tot sein. Wahrscheinlich. Ja, ich weiß, dass mein letztes Stündchen geschlagen hat, aber... Muss man jetzt auch nicht so krass, hier andeuten, ne? Oh, ich dachte schon, wir haben es gefunden. Och, Mann. Boah! Ja, jetzt sind wir tot halt, ne? Wieso lebe ich denn noch? Hey, ich bin noch null. Ich habe manchmal auch so doppelte Steps. Traumatisiert, gescheitert, ja. Ach, da gibt's ein Lernprogramm. So, vielleicht hätte ich das zuerst spielen müssen, ne? Und guck mal, wir hatten schon voll viel... Ah, die Rollenstäbe hier auch einsammeln müssen. Aber guck mal, wir hatten die drei Sachen schon. Den Koran, die Bibel und die Tora. Und wir hatten die Zauberpapiere schon fast alle. Wir hatten nur noch die zwei Sachen und den Ritual. Gut, den haben wir eigentlich gefunden. Dann hätten wir es gehabt. Ah, okay, und das... Ach, das hätten wir... Okay. Also, ich verstehe langsam das Spiel so ein bisschen. Ja, irgendwie hat es aber bei mir nicht so ganz funktioniert mit dem Erste-Hilfe-Set, weil irgendwie konnte ich mich nicht heilen, hatte ich das Gefühl. Okay, aber ich würde sagen, das war's mal mit einer Runde Fear Therapy. Wenn ihr Bock habt auf mehr, schreibt das in die Kommentare, dann werde ich gucken, dass ich Red und so das Ganze auch mal holen, damit man das zusammenspielen kann. Das ist bestimmt wesentlich witziger und auch weniger creepy nur. Und macht wahrscheinlich auch mehr Sinn und Spaß, deswegen, ja. Wenn es euch aber trotzdem gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da, würde ich mich mega freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!